Man hält mich zwar für einen alten Fuchs, aber zaubern, meine Herren, zaubern kann ich leider noch nicht. Herr Generaloberst, wenn man durch einen weit ausholenden Scheinangriff im Süden die englischen Kräfte von Tobruk abziehen könnte. Aber ausgeschlossen Fantasie. So können wir uns jetzt nicht zersplittern. Es geht doch einfach um Folgendes, meine Herren. Wir müssen zunächst einmal wissen, wie sieht die erweiterte Festung Tobruk aus und wie sind die englischen Kräfte dort gegliedert? Zweitens wäre es für uns besonders interessant zu erfahren, wie ist die Lage der Briten im Hinterland, also im Nildelta und in Kairo? Können wir mit der ägyptischen Freiheitsbewegung rechnen? Das heißt, wird sich die ägyptische Armee gegen die Engländer erheben, wenn unsere Panzer vor den Toren Ägyptens, also sagen wir im Raum um El Alamein, stehen? Das kann man natürlich nur von Kairo aus beurteilen. Eben. Ich glaube, dass uns Canaris mit Almaschi und Eppler für dieses Unternehmen die richtigen Männer geschickt hat. Sind die Herren schon da? Jawohl, Herr Generaloberst. Sie warten im Vorzimmer. Ich lasse bitte. Hauptmann Graf Almaschi. Hauptmann Eppler. Ich nehme an, die Herren kennen sich bereits. Oberst Lüdinghausen, mein Adjutant Hauptmann Poppe. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Und Poppe, sorgen Sie dafür, dass wir jetzt nicht gestört werden. Und den Kasten da, den wollen wir mal abstellen. So, meine Herren, nun erzählen Sie uns mal, wie Sie sich das Unternehmen gedacht haben. Ich kann mir wohl Einleitendes ersparen. Es geht einfach darum, unseren Freund Eppler und einen Funker auf etwas ungewöhnlichem Wege, das heißt unter Umgehung der gesamten englischen Linien, nach Kairo einzuschleusen. Darf ich Ihnen das Vorhaben einmal kurz anhand der Karte demonstrieren? Sie erlauben. Erste Etappe. Mit 5 Fahrzeugen auf der Balificata-Piste in Richtung Giallo. 5 Fahrzeuge, um 2 Mann abzusetzen? Verehrung, Herr Oberst, will ich ja gar nichts nicht machen. Wir werden Ausfälle haben, selbst unter den günstigsten Umständen. Achsbrüche, Motorschäden, es kann zu Feindberührungen kommen, die Leute können krank werden. Und wiederkommen wollen wir ja auch. Na gut, weiter. Zweite Etappe. Von der Oase Giallo stoßen wir unter Umgehung von Kufra ins Uvanat-Gebirge. Das ist die südliche Route, auf der wir damals mit Frobenius die Oase Safar gefunden haben. Wann war das? Vor etwa 8 Jahren. Ein bisschen jünger waren wir schon damals. Das wären bis dorthin... Ja, das sind ja bereits 2000 Kilometer. 2200. Und dann nochmal 1000 Kilometer bis Asyut. Also zusammen 3200 Kilometer bis Asyut. Heller Wahnsinn. Eine Strecke von Madrid bis Moskau. Durch völlig unerforschtes Gebiet, quer durch die Sahara. Ohne Möglichkeit, Sprit oder Vorräte zu ergänzen. Sie werden liegen bleiben und elend verrecken. Also nun hören Sie schon endlich mit Ihrer Miesmacherei auf, Lüdinghausen. Und in welcher Zeit glauben Sie, das Niltal zu erreichen? In etwa 3 Wochen, Herr Generaloberst. 3 Wochen. Na, schön, sagen wir 4 Wochen. Verzeihung, Herr Generaloberst, ich gebe noch einmal zu bedenken, ob nicht der Versuch, Hauptmann Eppler von dem Flugzeug aus abzusetzen, sicherer ist. Nein, das ist bereits 2-mal schiefgegangen, unter Verlust hochqualifizierter Leute. Sehen Sie, Herr Oberst, die Engländer beherrschen doch dieses ganze Gebiet, insbesondere das Niltal. Da kommt kein Schwein durch. Meine Herren, wir sind leider nicht in der Lage, uns aus vielen Möglichkeiten die beste herauszusuchen. Nach eingehender Besprechung mit Canaris sehe ich nur eine einzige Chance, um einen Agenten, verzeihen Sie das harte Wort, Hauptmann Eppler, nach Kairo einzuschleusen, bleibt nur der Umweg durch die Wüste. Allerdings eine tolle Geschichte. Ein einmaliges Unternehmen. Sind Ihre Leute in Form? Ausgezeichnet. Lehrregiment Brandenburg, ZBV 800. Ja. Ausgesuchte Leute und ständig im Training. Und ist eure Funkabstimmung klar? Alles klar, Generaloberst. Und Ihre Route auch auf meiner Karte eingezeichnet? Jawohl, Generaloberst. Also dann, Graf Almaschi, Hauptmann Eppler, also ein paar Wochen. Aufwand! Kommt mal her, Jungs. Guten Morgen. Moin. Ihr kommt natürlich nicht mit. Naja. Ich brauche ja eine ständige Gegenstelle als Funkkontakt, klar? Wenn wir wirklich in Kairo sind, so stark ist mein Sender nicht, dass ich immer einwandfrei rum das Hauptquartier direkt erreiche. Eben. Und darum fahrt ihr mit eurem Funkwagen, soweit es geht, nach Osten in vorgeschobene Stellung, nach näheren Anweisungen des Armee-Nachrichtenführers und gebt von dort das weiter, was wir euch senden. Klar? An ja. Rommel. Wie sendet ihr denn? Ich habe euch was mitgebracht. Ein schöner Trost. Rebecca von Daphne du Maurier. In Englisch. Ist das ein Krimi oder ein Sittenroman? Ein sehr aufregendes und verdammt wichtiges Buch. Unser Funkcode. Geheim. Na, und die Anleitung zum Verschlüssel? Kriegt ihr morgen und lernt ihr auswendig. Gut. Also seid auf Draht, ihr Burschen.
und lasst uns bitte nicht den Stich. Wo wir für auch immer sein werden, das Mädchen Rebecca wird uns zusammenhalten und verbinden. Verstanden? Ja, sind wir ja doch dabei, Herr Hauptmann. Und ob, ihr seid überhaupt erst der Schlüssel zu dem ganzen Unternehmen Condiment. Na, du Mondscheinmaler? Selbstporträt, was? Okay, Kalender. Für jeden Tag so viel. Freut's dir nicht? Doch, direkt künstlerisch. Ja, die Kunst ist auch mein Steckenpferd. Das ist auch das Einzige, was ich mit meinem Führer gemeinsam habe. Na, gefreiter bist du doch auch. Ach so. Aber Vegetarier, das kann ich dir sagen. Das bin ich fein nicht. Na, kann ich irgendwas für euch? Hey! Wasser, bist du denn blödsinnig geworden? Nur ein bisschen die Bartschänchen waschen. Ich habe den Kamelscheiße gefasst. Dann nimm doch Sand, Mensch! Pose. Sag mal, hast du dir eigentlich mal überlegt, in was für eine Geschichte du da einsteigst, wenn wir dich alleine lassen? Was meinst du? Hm. Ich meine, wenn es schief geht. Und dann gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Den Strick oder Pfahl, Binde vor die Augen und leb wohl mein Land Tirol. Beides recht gesundheitsschädlich. Es täte mir leid. Frag mich immer wozu. Vergiss nicht, ich bin zwar von Geburt nur halb Ägypter, aber in meinem Hass gegen die Engländer bin ich ganz Ägypter. Und du? Wo bist du hier? Weil heute jedermann irgendwo sitzt. Und wenn ich schon Krieg spielen muss, dann lieber hier in Afrika, in der Wüste. 20 Jahre meines Lebens. Geologe, Archäologe, Völkerkundler. Ich kenne auch jeden Stein in der Sahara, wie man so schön sagt. Hier bin ich zu Hause. Und dann? Ich habe das Gefühl, dass man den Krieg hier etwas sportlicher austrägt. Spionage. Auch ein Sport. Etwas halsbrecherisch, oui? Ja. Wann warst du denn das letzte Mal in Kairo? Vor einem Jahr. Wirst du deine Eltern sehen? Glaube ich nicht. Die Pflanzungen meines Vaters liegen so tief im Land und er selbst ist jetzt sicher mit der Baumwollernte so beschäftigt. Sonst keiner, der dich erwartet? Natürlich, ein paar Freunde werden mich schon empfangen. Deine Frau. Prost. Prost. Ja. Team, los! Anziehen! Das ist genug, Jung. Du weißt, wenn's bei uns daheim das Bier auch so schlecht einschenke, noch ein hammerten Wirt an Moskrug am Schädel. Wahrscheinlich Tommy. Auf jeden Fall ein Aufklärer. Gefällt mir gar nicht. Mal mussten wir ja damit rechnen. Hey! Funkverbindung prima, Herr Hauptmann. Aha. Das Mädchen Rebecca ist wirklich in Ordnung. Hab mal unsere Position durchgegeben. Schön, aber wenn ich dich nochmal ohne Mütze in der Sonnenglut antreffe, werde ich saugrob. Das macht mir doch nichts aus, Herr Hauptmann. Ich bin doch ein alter Gorilla. Vorsicht, da sind schon größere Affen am Sonnenstich eingegangen. Aber hör mal zu, mein Alter. Wir wollen uns mal ernsthaft darüber unterhalten. Wenn wir beide später in Kairo alleine sind,
Wen willst du dann spielen? Den Südafrikaner aus Kapstadt? Hm. Oder Amerikaner? Mit Hobby ägyptische Tempelbauten. Den schon eher, wo ich doch 3 Jahre in Brooklyn war. Runter mit dem Vogel. Jesus, wann das mein Führer wüsst. Hört mal her, Leute. Warum wir dieses Affentheater machen, brauche ich kaum zu erklären. Wir sind in Feindgebiet und müssen uns tarnen. Wer mir uns begegnet in den nächsten Wochen, wir sprechen nur Englisch, soll man uns, wenn's beliebt, für eine Wüstenpatrouille der Tommies halten. Was wir hinter uns haben, ist eine reine Vergnügungsreise. Die Wüstenfahrt, die fängt jetzt erst an. Was wir vor uns haben, hat bisher kein Mensch versucht. Das obere Niltal auf dem Landweg zu erreichen, über 3000 Kilometer quer durch die Wüste, unter Umgehung der englischen Linien, das ist kein Spaß. Fühlt sich jemand von euch krank? Oder den Strapazen nicht gewachsen? Ab heute besteht das Unternehmen Condor nur noch aus Freiwilligen. Jeder von euch kann noch umkehren, ohne Folgen für seine Person und ohne Schande. Niemand? Na gut, dann los. All right, Emmys. Das kommt zu Osborne, ist erledigt. Zu Osborne? Dies zu Major Tilly. Major Tilly. Nein, die Fotos lassen Sie hier, die muss ich mir noch mal genau ansehen. Kommt mir noch merkwürdig vor. Dies ist die Information aus Tripolis, auch erledigt. Wahrscheinlich eine Falschmeldung. Yes, sir. Guten Morgen, Herr Oberst. Hallo, Kay. Schon zurück aus London? Wie war der Flug? Gut, danke. Morgen, okay, Jack. Guten Morgen. Gibt es hier etwas Neues? Nichts Besonderes, Kay, nur die übliche Routinearbeit. Rommel lässt sich Zeit und uns in Ruhe. Und sonst könnte ich Ihre guten Augen mal wieder gebrauchen. Was ist das hier? Tja, ich weiß noch nicht. Von der Luftaufklärung, da sind so 5 rätselhafte Punkte drauf. Das sind Fahrzeuge. Das kann ich mir nicht denken. Das wäre hier, Planquadrate F6, noch südlich von Jalo. Mitten in der Wüste, das können doch nur Verrückte sein. Aufnahme aus 10.000 Meter Höhe. Natürlich viel zu hoch, um was Genaues zu erkennen. Geben Sie doch gleich mal Major Tilly durch. Man soll sich morgen F6 und die benachbarten Quadrate doch mal etwas näher ansehen. Sagen wir aus 2000 Meter Höhe. Ja, Sir. Und jetzt möchten Sie vermutlich Ihren Tee. Ach ja, okay. Los, mal hierher! Wir müssen durch. In die Luft jagen. Natürlich, wozu haben wir das Zeug? Sandy, fahr deinen Karren zurück. Spreng! Jawohl. Schmitz, mach eine Ladung fertig. Mach ich. Brennt! Alles in Deckung! Mensch, weg hier! Der Scheißer kann doch bis hierher fliegen! Kopf runter, du hast nur einen! Schon nah. Spitz, fangen Sie an! Herr Hauptmann! Das Wasser!
los. Wir haben kein Wasser mehr. Es hat einen Tank erwischt. Der Stein hat den Hahn abgeschlagen. Bis dahin müssen wir kommen mit dem, was wir haben. Da ist ein Wasserloch. Vor 12 Jahren habe ich da auch Wasser gefunden. Und diese Stelle willst du wiederfinden? Die finde ich wieder. Darauf kannst du dich verlassen. Und wenn das Wasserloch ausgetrocknet ist, es war kein Regen, ja. Wir müssen Wabank spielen und Glück haben. Oder verrecken. Halt die Schnauze auch den anderen gegenüber. Wir dürfen jetzt niemanden unsicher machen, verstehst du? Wir müssen durchhalten. Da ist er! Ja, Tommy. Ist auch das noch. Aber weit weg. Mit den Klamotten wird er uns nicht so rasch ausmachen. Los! Also, von unserer Seite aus ist kein Konvoi und keine Wüstenpatrouille unterwegs. Danke. Sir, die Auswertung sagt, nach den letzten Aufnahmen habe die Richtung mehrfach gewechselt. Jetzt zeigen die Fahrzeuge genau nach Süden. Sollten das deutsche Fahrzeuge sein? Aber zum Teufel, wie kommen Sie dahin? Sir, gratuliere, Sir. Auf Anfrage in Tripolis meldet 835, Graf Almaschi seit 14 Tagen nicht mehr in Rommels Hauptquartier. Verschwunden. Na, was sagen Sie zu der Nase eines alten Jagdhunds? Wer ist Graf Almaschi? Kay, es gibt auf der Welt nur zwei Menschen, die die Wüste südlich, Jallo, wie ihre Tasche kennen. Der eine ist Clayton, unser Clayton. Der andere ist Almaschi, ein Ungar, der jetzt, ist ja klar, drüben bei Rommel ist. Und ich vermute... Aber was will er denn im Süden? Ist doch idiotisch, im Gebirge. Was soll das überhaupt? Ein armseliger Haufen, ohne Panzer, ohne jede Kampfkraft. Amis, es gibt Waffen, die uns tödlicher treffen können als Panzer oder Bomben. Ist es jetzt feucht und kalt. Und hier kann man den Krieg beinahe vergessen. Wenn man nur die Fassade sieht. Aber die ist brüchig, Kay. Wir sitzen auf einem Pulverfass, vor uns Rommel und hinter uns die heimliche Front der Ägypter. Ist das Eis gut? Wunderbar, Sir. Ich bin so froh, dass Sie auch einmal ausspannen und hinter Arbeiten, Dienst die Tür zugemacht haben. Da gibt es keine Tür, Kay. Die Abteilung CI ist immer im Dienst. Wir haben nun mal kein Privatleben. Hallo, Smith. Oberst Robertson. Wie geht es Ihnen? Major Smith, Leutnant Morrison. Hallo. Ich habe Sie schon lange nicht mehr auf dem Golfplatz gesehen. Rommel spielt nicht Golf, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Natürlich. Ich verstehe. Aber wir vom Kurierdienst, man braucht eben ein bisschen Abwechslung, nicht? Natürlich, ich verstehe. Oberst Robertson. Leutnant Morrison. Times. Sphinx and Pyramid. Yes, sir. Times. Yes, we have one. Thank you. Egyptian cassette. Egyptian mail.
Akbar Musawar, Ma'an al-Akbar, Ma'an al-Musawar. Etwas Wichtiges? Wir müssen uns das italienische Viertel mal wieder genauer ansehen. Ein Agent? Wollen Sie eine Razzia ansetzen? Bei Gelegenheit. Sie wissen ja, Kay, man kommt hier herein, aber nicht mehr heraus. Ich bin doch der letzte Dreck. Setz deine Mütze auf. Und mach ihr nicht auf scheues Reh. Bei dir hat's eben geklingelt. Morgen bin vielleicht ich dran. Und dann ziehst du mich an Land. Darauf kannst du dich verlassen. Entschuldigung. Darauf könnte der Hauptmann sich verlassen. Nur verschluck dich nicht am Hauptmann. Jetzt bleiben wir schon beim Du. Klar? Schließlich sitzen wir beide ja doch auf dem gleichen Ast. Na, was ist denn nun los? Total versandet. Kolben fest hier fressen, Ventile schließen nicht mehr. Alle guten Dinge sind drei. Lassen wir ihn halt stehen. Ausladen! Schaufel. Hab ich gewusst! Was machen wir nun, Patsy? Die erste Runde ist verloren. Aber ich schaffe euch Wasser, Leute. Glaubt's mir. Ich rieche es schon. Hoffentlich hat er nicht nur einen Schnuppen. In der Nase habe ich auch Wasser. Wir müssen ins Gebirge. In die Höhlen. In die Höhlen von Charlie. Getan haben. Ich sehe nichts mehr. Steck doch mal die Fackel ab. Ja,
Ja, hier waren wir, Clayton und ich. Das haben wir den Kreuzgang genannt. Das wäre doch der logische Platz. Hier wollen wir graben. Guck mal her, das Ding. Einen schmalen Graben auf mich zu. Fangt da hinten an. Pauli! Pauli! Ah, Pauli! Was? Zeig ihm doch was schön, die Zähne, da beißt er die Zähne durch! Pauli! Pauli, was machst du euch? Pauli, heute ist durch! Wir fieten doch auf uns! Wir fieten auf uns! Pauli! 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 Pauli, heute durch! Ich hab was! Pauli! Arsch, ich hab was! Schmidt! Schmidt! Wasser! Wasser! Pauli, nimm den Fetzen weg! Weg da, nicht trinken! Verdammt nochmal! Schieß dazwischen! Seid ihr denn verrückt geworden? Wenn ihr jetzt Wasser literweise trinkt, verreckt ihr wie die Hunde. Ihr kriegt's doch. Aber langsam. Das genügt im Moment. Guckt euch mal um. Über 5000 Jahre alt. Haben Clayton und ich zusammen entdeckt. Von unserer Expedition. Ist jetzt 8 Jahre her. Und da ist noch was. Ein im Wasser schwimmender Mensch. Beweis dafür, dass die Sahara in Urzeiten ein riesiges Wasserbecken war. Interessant, ne? Mhm. Siehste, Urmensch hätte man sein sollen. Kinder, das ist das reinste Sanatorium hier. Ich habe zum ersten Mal wieder kalte Arschbacken. Morgen sind wir in der Oase Karga. Dann kommt das Niltal. Damit wäre die erste Etappe des Unternehmens Condor erledigt. Ich wäre aber dafür, dass wir uns vorher verabschieden. Möglicherweise sind dort schon Tommys. Und wozu ein unnötiges Risiko? Krawatten brauchst du ja eigentlich nicht, aber nimm sie mit. Hier ist ein Ausweis. Französische Militärmission, Kairo. Force Française Libre von General de Gaulle persönlich unterzeichnet. Sehr prächtig. Deine Mitgliedskarte im ägyptischen Automobilclub. Dieser Snobistenclub. Eine abgerissene Kinokarte vom Kolosseum in Kairo. Eine Richtung vom Mohammed Ali Club. Es wurde nichts vergessen. Hier ist dein Pass. Ein amerikanisches Feuerzeug. Danke. Geht. Und ein paar Piaster. Sandy! Ja? Lass dein deutsches Soldbuch da. Und hast du auch ein sauberes Taschentuch? Bitte? Was sagst du nun? Peter Monkester aus Brooklyn. Nun lass mal deine albernen Yankee-Manier. Oh, und hier sind die 2 Koffer. Ist das Geld drin? Ja, hier. Dann ist es meiner. Dann ist es meiner. Stell den da hin und mach auf. Ja. Fertig. Schmitz, nehmen Sie das weg. Jawohl, Herr Hauptmann. Komm. Fendi, komm. Ja. Wenn wir die Höhe da oben haben, können wir schon ins Niltal sehen. Willst du uns nicht hier schon absetzen? Noch ein Stückchen. Bis zu der Tafel da. Achtung, gefährliches Gefälle. Die Zivilisation meldet sich bereits. Mensch, wenn die wüssten, was für Gefälle wir schon hinter uns haben. Johannes, hör mal zu. Ich will dir was mitgeben. Du entsinnst dich an unsere letzte Unterhaltung in Tripolis, als wir aufbrachen. Was meinst du? Du sprachst von den 2 Möglichkeiten, falls es schief gehen sollte. Einmal oder... Ja, richtig. Es gibt eine 3. Möglichkeit, die beiden anderen ersparen kann, wenn es sein muss. Nimm das mit. Es reicht für dich und für Sandy.
Blaue Säure. Es geht rasch und man spürt nichts. Hab ich mir sagen lassen. Mach's gut, mein Alter. Grüß Rommel schön. Und sage ihm, wir werden ihm die Tür nach Ägypten von innen öffnen. Wir werden es versuchen. So, mein Junge, jetzt Ohren steif halten und mittendurch. Hallo, Major. Mein Gott, wo kommen Sie denn her? Aus der Wüste? Genau. Und es ist verdammt heiß da drin. Wir haben Pech gehabt. Achsbruch am Wagen. Jetzt laufen wir schon 3 Stunden zu Fuß und danken Gott, dass wir endlich hier sind. Und was wollten Sie in der Wüste als Zivilisten? Verzeihung, Sir, ich bin Franzose. Mission Militär Kairo. Und das ist mein amerikanischer Freund. Peter Monkest aus Brooklyn. Ziemlich blödsinnige Idee, jetzt in der Wüste spazieren zu fahren. Finde ich auch, aber mein Freund wollte unbedingt die römischen Ruinen von Scharga sehen. Warum? Davon gibt es doch großartige Postkarten. Ihr Yankees seid ein verrücktes Volk. Was mache ich jetzt mit Ihnen? Ich kann Sie höchstens nach Aswad fahren lassen. Sehr verbunden, Sir. Da ist eine Garage, die Ihr Fahrzeug abschleppen kann. Wollen wir einen trinken? Ja. Whisky? Ja. 3 Whiskys, Andy. 3 Doppelte. Und Soda und Eis. Mutschakel, aui, 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 achoi. Rabbele, chalik, Arab. Mutschakel, chals. Cheerio. So, Sir. Schönen Dank und gute Weiterfahrt. Und sagen Sie dem Major nochmals unseren Dank. Goodbye. Goodbye. Mensch, heute muss ich Geburtstag feiern. Na, lass mich doch. Nehme dich ab jetzt unter meinen persönlichen Schutz. Herr Garlack! Folgendes. Das sind die beiden Koffer, auf die du aufzupassen hast, wie auf dein eigenes Leben, verstanden? Ja, ja. Wenn nicht, dann weißt du, was dir blüht. Und du tust nur, was ich dir, Sandy, komm jetzt her, du hast genug getankt, was ich dir oder dieser B hier sage. Und keine Fragen stellen, verstanden? Willst du den Jungen etwa mitnehmen? Warum denn nicht? Nach Kairo? Natürlich. Und wenn er unterwegs abhaut? Aiwa. Mit unseren Koffern? Aiwa. Und dem ganzen Geld? Aiwa. Da kennst du diese Burschen schlechter, geht eher die Welt um. Da willst du mit nach Kairo? Kairo! Kairo, ja. Was? Halloha! Ja, ich schrock an den Sack! Ich dachte, ich schrock auf den Donner! Schauen Sie sich das an, Kay. Ja? Bitte, zählen Sie. 1, 2, 3, 4. Danke. Und wo ist das 5. Fahrzeug? Luftaufnahme von heute Morgen, 8.35 Uhr, nördlich der Oase Kaga. Nördlich! Da die bisherige Fahrtrichtung südöstlich verlief, bedeutet das Umkehr und Rückfahrt. Da wir früher auf allen Fotos 5 Fahrzeuge hatten, möchte ich ein altes Krokodil fressen, wenn nicht ein Fahrzeug bereits fröhlich im Niltal herumkutschiert. Aber es gibt auch Pannen, Sir. Man kann einen Wagen in der Wüste kaputtfahren und stehen lassen. Bleibt immer noch die auffällige Umkehr bei Kaga. Wozu diese Aktion? So viel Sprit haben die Germans nicht, um zum Spaß 8 Wochen in der Wüste spazieren zu fahren. Was vermuten Sie? Ein etwas umständliches, aber
geniales Manöver, um einen Agenten abzusetzen. Es müsste sich allerdings um einen hervorragenden Mann handeln, um den sich diese Mühe lohnt. Diesen Almaschi? Komm, wer ist hier zu bekannt? Emmys, kommen Sie her, es gibt Arbeit. Die Pension Roma? Ganz uninteressant. Hier. Von Assyut über Helouan bis Kairo. Befehl an alle Stützpunkte und Kommandos. Verschärfte Straßenkontrollen. Alle Bahnhöfe der Hauptlinie Assyut, Kairo unter Sonderbewachung. Verstanden? Jawohl. Bei jedem in Kairo einfahrenden Zug strengste Personenkontrolle. Keine Maus darf unkontrolliert durchschlüpfen. Wen erwarten Sie, Sir? Rommels besten Mann. Personalien leider nicht bekannt. Gleich da sein, die sind nur ein Vorortzug. Wir fahren zwei Stationen, steigen aus, nehmen eine Taxe, fahren zurück zum Bahnhof. Unsere Koffer, die sind wir los. Ah, ich hab's doch gesagt, hier geht die Welt unter. Signorina Signorelli, ich habe Ihre Macaroni und Ravioli nicht vergessen. Grazie, Tante, grazie. Das hier ist ein Freund von mir, Amerikaner, Peter Monkesser. Sie dürfen ihn auch Sandy nennen. Sehr angenehm, Madame. Sandy, buongiorno. Sandy, und das müssen Sie wissen, schläft viel, trinkt viel und ist gern allein, zumindest bei Tage. Oh. Und das hier ist unser kleiner Diener, Ahmed. Dann, ihr braucht eine dritte Zimmer? Ach nein, eine ganz kleine Schachtel genügt auch. Buongiorno. Zaira. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, da sind sie. Sie rufen uns. Jetzt möchte ich Rommels Gesicht sehen. Ist das zu glauben? Sitzt der Eppler doch tatsächlich in Kairo? Gell, Sie alter Miesmacher? Das hätten Sie nicht gedacht, was? Stimmt, muss ich zugeben. Ja, offen gestanden, ich hab's mir auch nicht vorstellen können. Schon ein fuchsiger Bursche, dieser Almaschi. Hoffentlich kommt er uns heil zurück. Dann kann er das Unternehmenkonto von hier aus leiten. Vor 3 Wochen rechne ich nicht mit seiner Rückkehr aus der Wüste. Ja, so lange braucht ja auch Eppler, um in Kairo die Kontakte herzustellen. Thank you.
Entschuldigung. Serio, Leila. Gesagt, dass ich wiederkomme? Aber das warten, Hussein. Länger als ein Jahr. Und du bist damals weg, ohne ein Wort, ohne einen Brief. Ich wusste nichts mehr von dir. Keiner wusste was. Amina, Männer stehen manchmal vor der Notwendigkeit, lautlos verschwinden zu müssen. Besonders in so bewegter Zeit wie jetzt. Du siehst grausartig aus, Amina. Ach, ich tanze und ich führe ein Leben, vor dem mir manchmal selber graust. Du bist nicht schuldlos daran, Hussein. Vergiss das jetzt, Amil. Lass uns die Zeit zurückdrehen. Wohnst du noch in Zamalek? Ja, ich habe jetzt sogar ein Hausboot. Von wem? Ja, vom englischen Major. Leg sie hin, irgendwo. Ja, ein Hausboot, ganz für mich allein. Schaust du es dir an? Guten Morgen, Gafferbe. Hat Allah euch einen guten Schlaf geschenkt? Einen wunderbaren Schlaf, Amina. Schön hast du's hier. Ich mache einen Kaffee. Die Tür zu, Hussein. Es braucht uns nicht jeder zu sehen. Wer wohnt denn gegenüber? Ein englischer Major, der mir gestern die Blumen geschickt hat. Manchmal sitzt er den ganzen Morgen an Deck und starrt herüber. Aha. Und der wäre wohl sehr eifersüchtig, wenn er mich hier sehen würde. Ein Engländer und ich? Und wer wohnt dort, vor dir? Ein bekannter Großhändler. Aber der wird in ein paar Tagen ausziehen. Du, wäre das nichts für dich? Vielleicht. Man müsste sich ansehen. Wir können ja nachher mal rübergehen. Später, Liebling. Erst wollen wir Kaffee trinken. Dann gehe ich Sandy wecken. Und dann... Dann habe ich noch was anderes vor. Gaffar Bey, Sie sind wieder in der Stadt. Kommen Sie herein. Was darf ich Ihnen zeigen, Gaffar Bey? Eine Schale von Rosenöl? Ich möchte eine kleine Statue. Von Hathor, nicht wahr? Der Göttin der Liebe. Nein, von Anubis. Dem Gott der Toten. Nein,
الوطنيه 4500 جيش. Allah sei mit dir. Setze dich. Ich habe dich seit langem schon erwartet. Es ist ein weiter Weg, Herr, durch die Wüste. Und was bringst du für Nachrichten? Ich bringe Nachricht von Rommel. Und vielleicht auch die Freiheit Ägyptens. Rommel ist ein Freund der Araber und seine Feinde sind auch die Feinde Ägyptens. Wird die ägyptische Untergrundbewegung und die ägyptische Armee auf Seiten der Deutschen sein, Ekadi? Die Deutschen können mit uns rechnen, wenn sie wirklich ein freies Ägypten wollen. Ich meine, werden sie sich gegen die Engländer erheben? Das ist in diesem Augenblick schwer zu sagen. Wenn aber Rommel erst Tobruk in seiner Hand hat, dann ist es vielleicht möglich. Ich darf also mit Ihrer Hilfe rechnen, Ekadi. Du weißt, wo du mich findest. Die Engländer haben mich auf die schwarze Liste gesetzt. Doch alle unsere Leute sind durchaus zuverlässig. Bediene dich dieser Männer, mein Freund. Und solltest du irgendwann mal in Gefahr sein, dann ist hier immer Sicherheit für dich. Ich danke euch, Ekadi. Allah beschütze euch. Kann ich sonst noch etwas für dich tun, mein Sohn? Ja, ich brauche einen Schneider, der erstklassig arbeitet, englischer Stil, ihr versteht. Zuverlässig und verschwiegen wie die Wüste. Mein Freund Soliman el-Sharawi auf der Harad el-Faram wird dich bestimmt gut bedienen. Er arbeitet auch für die Engländer. Gib ihm diese Kette und sein Haus wird dir offen stehen. Nach 9 Uhr abends klopfst du dreimal kurz so an seine Tür. Allah beschütze euch. Und an was dachten Gaffer Bey? Ich dachte an die Sommeruniform eines Hauptmanns in der Rifle-Brigade. Sie kennen die Equipierung? Der geringste Knopf wird an der vorgeschriebenen Stelle sitzen. Darf ich bitten? Ali, Maß nehmen. Neuerdings kommen auch viel Australier zu mir. Mayor Setter. Sehr rätselige Herren. Sabaudamani. Sie sprechen davon, dass Sie schon im Juni zum Fronteinsatz kommen. Das sei. Australien. Sehr interessant. Und wo kommen Sie her? Neue Transporte aus dem Sudan. Wobei. Wann wird die Uniform fertig sein? Mayor, ich werde sehr schnell arbeiten, Gaffer Bey. Sagen wir Dienstag? Danke. Soliman. Also okay, dass ich mit Ihnen mal ausgehen darf? Wunderbar. Gehen wir ins Kino. Ich möchte was Fröhliches sehen und das alles hier vergessen. Ich schon sagen. Aber dass du für einen lumpigen Tagesbefehl so viel riskierst. Ich will dir was sagen, Sandy. Spionagetätigkeit ist keine Arbeit. Ein Putzelspiel, Steinchen für Steinchen zusammentragen, bis ein Gesamtbild entsteht. Wenn ich gelesen habe, dass die 2. britische Panzerbrigade Urlaubssperre angesetzt hat und die neuseeländische Division im Splendid einen Abschiedsabend gibt, dann hat sich dieser Vormittag für mich gelohnt.
Im Übrigen habe ich auch noch etwas anderes erledigt. Ah, hast du mit General Ockenick gefrühstückt? Hm? Wir ziehen um. Ich habe ein Hausboot gemietet. Die Fukrei hier in der Pension ist mir doch etwas zu kitzlig. Die enge Straße, die zweite Etage wie in einer Mausefalle. Jeder Anfänger kann uns hier schnappen. Hast du recht. Am Wasser sind wir sicherer. Da könnte ich mir auch eine richtige ausfahrbare Antenne bauen. Hier unter Wollmatratze habe ich dauernd Wackelkontakte. Wie lange ist es noch? 2 Minuten. Komm her. Hier bei den englischen Regimentsnummern, achte darauf, es ist so wichtig, dass sie alle ganz klar durchkommen. Wiederhole sie lieber. Rommel muss wissen, dass die 1. südafrikanische und die australische 3. Division morgen an die Front gehen. Klar? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und zwischen 21.30 Uhr und 22.10 Uhr war er wieder da. Es kann nur ein neuer Geheimsender sein. Auf den ich schon lange gewartet habe. Passt eine von unseren üblichen Schablonen? Nein, völlig unbekannter Code. Aber wir haben ihn sofort angepeilt und schon ziemlich genau festgelegt. Wollen Sie einmal sehen, Sir? Hier. Oberst Robertson da? Tut mir leid, Emmys, musste Sie dringend zurückrufen. Ich glaube, Sie bekommen heute Nacht noch Arbeit. Kommen Sie mal her. Brauchen Sie mich auch, Sir? Eigentlich, Kay. Aber da ich Ihnen den Abend nun schon mal verpatzt habe... Darf ich Ihnen einen starken Tee machen? Ausgezeichnet, Kay. Ich werde ihn nötig haben. So, Emmys. Und jetzt, kurz nach Mitternacht, eine schlagartige Aktion. Es handelt sich um diesen Block im italienischen Viertel. Bei der großen Moschee. Diese 3 Häuser hier. Immer ein Mann von uns und ein Polizist. Jede Wohnung wird durchsucht. Niemand bleibt unkontrolliert. 1. Haus, 2. Haus, 3. Haus. Also los. Sie sichern die Straße. Der Fahrer da. An die Ecke. Aufmachen! Polizei! Aufsuchung! Leisten Sie keinen Widerstand! Erster Stock nicht, Sir. Alles in Ordnung. Hallo, Sir. Wir haben ihn. Na also. Lasciatemi stare. Sono un povero uomo, sono innocente. Perché non mi lasciate? Ma lasciatemi, sono innocente. Hallo! Herrlicher Tag, was? Ah, Major Smith, begrüße Sie nachbarlich. Ein wirklich zauberhafter Tag heute. Ganz meinerseits. Herzlich willkommen. Dankeschön, darf ich Sie zu einem Drink einladen? Alter schottischer Whisky. Sehr gern, aber ich muss leider zum Dienst. Ein andermal. Wie ist das, spielen Sie Golf? Natürlich im Gessira Club. Ich auch, bin da Mitglied. Müssen wir ein Match zusammen haben. Fein, freue mich drauf. Okay. Kennst du den schon länger? Nein, eben erst kennengelernt. Aber den Gefallen mit dem Golfspielen, entweder Chalas. Den Gefallen mit dem Golfspielen werde ich ihm tun. Gute nachbarliche Beziehungen können nie schaden. Hussein! Oh, Madame. Du bist schon eingezogen und warst noch nicht bei mir? Wir kamen erst so spät und du hast ja keine Ahnung, wie es hier aussah. Aber ich komme heute Abend zu dir. Da feiern wir den Einzug. Bestimmt? Bestimmt.
am Grün. Jetzt kann ich sie nicht mehr einholen. Ich hoffe, dass Sie mir Revanche geben. Jederzeit, bitte. Solange Sie noch hier sind. Wie meinen Sie das? Wenn Rommel so weitermarschiert, müssen wir uns demnächst auf die Golfplätze im Sudan zurückziehen. Keine Sorge, mein Freund. Wenn erst die 10. Armee aus Syrien da ist, mit den neuen Sherman-Panzern, dann hört auch Herr Rommel bald auf zu marschieren. Sherman-Panzer? Nie gehört. Das glaube ich. Unter uns gesagt, die sind auch erst vorgestern in Port Said ausgeladen worden. Ganz neuer Typ. Gratuliere, Sie haben gewonnen. Nehmen wir einen Drink zusammen? Gern. Ich glaube, General Osborne kommt nicht zu unserem Tee. Schade. Ich hätte so Wichtiges mit ihm zu besprechen. Gar nicht schade. Ich nehme an, er wollte Ihnen nur mal ein paar Stunden in frischer Luft verschaffen. Zu liebenswürdig von ihm. Hallo, Sir. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Bitte. Mein Nachbar und Freund Gaffer B. Er spielt ausgezeichnet, hat mich eben haushoch geschlagen. Leutnant Morrison, Oberst Robertson. Bitte, nehmen Sie Platz. Schön. Zwei Whisky. Oder für Sie Tee? Kaffee. Achua. Achua. Ich habe meinem Freund Gaffer B. soeben versichern müssen, dass wir gar nicht daran denken, unsere herrlichen Golfplätze den Deutschen zu überlassen. Natürlich. Golfschläger sind eine fürchterliche Waffe, vor der Rommel bestimmt eine Heidenangst hat. Herr Oberst ist bei der Abwehr, daher sein Humor. Übrigens, was macht Ihre Jagd auf Spione, Sir? Danke. Sie laufen mir scharenweise ins Netz. Wie interessant. Sind Sie auch in dieser, Jagdgesellschaft, Leutnant Morrison? Sozusagen. Schon lange in Kairo? Ein halbes Jahr. Viel gesehen? Mhm. Den Flugplatz, den Bahnhof, den Friseur, ab und zu ein Kino und vor allem unser Dienstzimmer. Und nicht die Pyramiden? Nur von Weitem. Nicht das Tal der Könige? Mhm. Nicht Saqqara? Mhm. Dann wird es aber Zeit. Seltsame Vorstellung, auf einem Grab zu sitzen. Grab und Wiege zugleich. Für die alten Ägypter war der Tod nicht Abschied oder Ende. Er war immer nur Übergang zu neuem Leben. Aus alten Texten weiß man, dass die Form der Pyramide symbolisch bedingt ist. Ihre Seitenwände sind nach allen vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Die sich verjüngende Spitze leitet Gebet und Opfer der Menschen dem Himmel zu. Über ihre sich nach unten verbreitenden Seitenwände ergießt sich die Gnade der Götter auf die Erde. Schön und tröstlich. Sie haben viel durchgemacht. Ach, nicht mehr als andere. Ich habe den Krieg erlebt. Die Bomben auf London. Sie wissen vielleicht nicht, wie das ist. Versuchen Sie doch, den Krieg zu vergessen. Für einen Tag oder ein paar Stunden. Vergessen. Wo der Krieg immer näher kommt. Noch ein paar Kilometer und wir sind da. Eigentlich schade. Na. Das finde ich ja nur gerade nicht, Herr Hauptmann. Tja, das ist alles. Der Rückweg war dann die reinste Spazierfahrt. Tja, mein Lieber, mit Eppler stehen wir bereits in lebhaftem Funkverkehr. Es funktioniert also. Ausgezeichnet. Major Al-Maschi. Verzeihen, Herr Generaloberst, Hauptmann. Major Al-Maschi, sagte ich. Übrigens habe ich hier noch etwas für Sie.
Graf Almaschin, Sie haben mit Ihren Leuten eine Leistung vollbracht, die selbst im Frieden Ihresgleichen suchen würde. Wenn einmal die Geschichte des Afrika-Feldzuges geschrieben wird, dann wird Ihr Unternehmen Condor an hervorragender Stelle stehen. Ich verleihe Ihnen das Eiserne Kreuz erster Klasse. Ich danke Ihnen, Herr Generaloberst. Die Leute sind zur Auszeichnung angetreten, Herr Generaloberst. Ich komme gleich. Bitte nehmen Sie Platz, Major Almaschin. Dass ich Ihnen die Leitung und Auswertung des Unternehmens übertragen habe, wissen Sie ja bereits. Ich danke für das Vertrauen. Hören Sie, Almaschin, unser nächstes Ziel heißt Tobruk. Wir können es uns diesmal nicht leisten, wieder wie letztes Jahr Tobruk viele Monate zu belagern. Dazu fehlen uns die Mittel und die Zeit. Wir müssen zum Nil. Solange aber Tobruk mit seinem vorzüglichen Hafen aushält, sind unsere Nachschublinien bedroht. Und deshalb hat der Engländer auch alle verfügbaren Kampfmittel und die Elite seiner Truppen dorthin geworfen. Für ihn wie für uns ist der Besitz der Festung und des Hafens Tobruk entscheidend. Ich kann aber nicht riskieren, Tobruk anzugreifen, solange ich die Pläne der erweiterten Festung Tobruk nicht kenne. Das heißt, ich muss wissen, wo liegen die neu angelegten Außenwerke, die Stützpunkte, die Minenfelder. Ich verstehe, Herr Generaloberst. Ich komme nicht weiter, Ikadi. Ich brauche so zeitraubende Umwege. Es geht alles viel zu langsam. Ein Beispiel nur. Ich müsste Zutritt haben zu den Kartenzimmern, in denen die Festungspläne von Tobruk liegen. Also du brauchst eine Legitimation, einen Ausweis. Jawohl, einen, mit dem ich auch Geheimbefehle einsehen könnte. Das wird nicht so einfach sein. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Sie haben einen Plan? Ich lasse es dich wissen, wenn es soweit ist. Was trägst du für eine Uniform, Hussein? Hauptmann oder Major? Hauptmann der Raffelbrigade. Dann werde ich dich zum Major befördern, glaube ich. Sehr schön. Was kostet der? Oh, bitte, für Sie nur 8 Pfund, mein Herr. Oh, viel zu teuer. Da muss ich mich erst noch woanders umsehen. Ich bin nämlich heute früh erst von London gekommen. Aber vielleicht können Sie mir den Ring zurücklegen, einige Tage. Ich bin Major McDougal. Ich stehe immer zu Ihrer Verfügung, Major McDougal. Major McDougal! Atala Kurak! Bitte Ihren Ausweis, Sir. Hat General Osborne etwas für mich hinterlassen? Major McDougal. No, Sir, General Osborne ist noch nicht da. Vielleicht warten Sie mit den anderen Offizieren im Kartenzimmer. Hallo, Mitchell Harrington? No, McDougal. Sorry. Ist das die erweiterte Festung Tobruk? Yes, sir. Oh. McDougal. Ah, sir. Ich komme später wieder. All right, sir. Fahren.
Nein, kenne ich nicht. Also er ist vorgestern aus London gekommen. Hm. Vom Stab Norfolk, aha. Seit wann, sagen Sie? Gestern Nachmittag? Hm. Und wo haben Sie zusammen gegessen? Ja, ich habe notiert, danke. Kate. Ja, Sir? Kate, ab heute erneut persönlicher Befehl von mir. Mit Einbruch der Dunkelheit gehen Sie mir nicht mehr allein in die eingeborenen Viertel, auch nicht an einsame Nilufer, verstehen Sie? Aber Sir, ich bin doch kein Baby. Es ist wieder einer unserer Offiziere vermisst, spurlos verschwunden, Major MacDougall vom Stab Norfolk. Moment, Sir. Major MacDougall? Sie kennen ihn? Ja, ich habe ihn vorhin kennengelernt. Ich traf ihn kurz vor der Staatsbesprechung, das war vor einer Stunde. Ja, was soll denn der Unsinn? Aber das kommt davon, weil unsere Herren Stabsoffiziere zu viel Zeit für ihre Privatvergnügen haben. Kein Mensch denkt mehr daran, sich in seinen Quartieren ordnungsgemäß an- und abzumelden. Ist der persönliche Befehl also zurückgenommen? Darf ich gelegentlich doch noch einmal allein spazieren gehen? Gleich bin ich fertig. Eine Sauarbeit. War schwierig zu formulieren. Aber diesmal hat sich's gelohnt. Sozusagen der Griff in die Kiste. Sind Sie da, Cindy? Ja, jetzt. Jetzt rufen Sie uns. Los. Dann hau in die Tasten. Ein Geburtstagsgeschenk für Rommel. Ostern, Pfingsten und Weihnachten zugleich. Amudi, schreib mal mit. Ich glaube, das ist ein ganz dicker Hund, den wir da angestochen haben. Meine Herren, ich habe mich anders entschieden. Tobruk wird nicht eingeschossen, sondern genommen. Großangriff mit der 15. und 21. Panzerdivision und dem italienischen motorisierten Korps, und zwar von Südosten. Einzelheiten befehle ich später. Der innere Befestigungsgürtel ist der gleiche geblieben wie vor einem Jahr. So wird es schnell gehen. Und Glückwunsch für Sie, Anmaschine. Der Eppler hat gut gearbeitet. Ist ja auch ein halber Schwabe, General August. Kesselring setzt seine gesamte Luftflotte auf die Südostbefestigungen ein. Also, meine Herren, vor Sonnenaufgang greifen wir an. Ich begleite Sie, Miss Morrison. Gehen Sie nicht allein. Die Stadt ist jetzt in Aufruhr. Ach, unsinnig. Ich nehme mir ein Taxi und fahre gleich bis zur Dienststelle. Es tut mir sehr leid, Gaffer B. Aber jetzt nach Tobruk. Ich muss gehen. Wie Sie wünschen. Smith. Na, was sagen Sie zu Rommel? Ich befürchte das, Sie wissen ja. Na, keine Sorge. Weiter als Topo kommt er nicht. Ich verstehe die Nervosität hier nicht. Übrigens, eben kam unsere schöne Nachbarin. Ich habe ihr gestern wieder Blumen geschickt, aber sie ist unnahbar. Ob sie heute noch tanzt? Bei dieser Weltuntergangsstimmung. Schade. Wir beide werden in der nächsten Zeit leider auch keinen Golf mehr miteinander spielen können. Ich bin zu General Ritchie beordert. An die Front? Nur als Kurier. Dass ich militärisch jetzt etwas tue, ist doch klar. Aber ich bin bald wieder zurück. Wann fahren Sie? Ich nehme an, schon morgen früh. Ist sozusagen mein Abschiedsdrink. Auf Ihr Wohl, Major Smith. Danke. Das vielleicht noch? Und die Geheimbefehle. Glauben Sie wirklich, dass wir Kairo aufgeben werden, Sir? Nein, Herr Miss. Aber Vorsichtsmaßnahmen, ich hasse selber Panikstimmung.
Kay, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass Sie mich jetzt brauchen. Ja, Kay, Sie können gleich einen Bericht schreiben. Überschrift: Das Rätsel des Falls von Tobruk oder das Versagen unserer Abwehr. Was ist geschehen? Die Militärpolizei hat heute Nachmittag die Leiche von Major McDougall gefunden. Ja, und der ehrenwerte Herr, den Captain Brown im Kartenzimmer als angeblichen McDougall vorfand und kennenlernte, war ein Falscher. Ein deutscher Spion? Genau. Was du mir zumutest, ist eine solche Beleidigung. Natürlich habe ich Freunde gehabt. Mehrere. Viele sogar. Aber dann hat es mir Spaß gemacht. Nie habe ich mich aber mit einem Engländer eingelassen. Es kann die Freiheit Ägyptens bedeuten. Du hilfst mir damit. Hast du nicht so oft gesagt, dass du für mich alles tätest? Ich liebe dich, Hussein. Aber dass ich deine Liebe, auf die ich so gewartet habe, nun mit einem solchen Opfer erkaufen muss. Du hilfst mir also. Du tust es. Ja, Hussein, ich tue es für dich. Und diese Engländerin, gehört sie auch zu deiner Aufgabe? Lass das jetzt. Das ist eine ganz andere Sache. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Er muss morgen früh weg. Puppe! Herr Oberst, wir müssen dringend Trommel sprechen. Unmöglich. Ich kann den Feldmarschall jetzt nicht wecken. Er hat seit 48 Stunden nicht mehr geschlafen. Wir brauchen aber unbedingt eine Entscheidung, Herr. Was ist denn los, meine Herren? Die Engländer haben unseren Funkkontakt nach Kairo geschnappt. Ist der nicht zu ersetzen? Natürlich kann man ihn ersetzen. Aber wir können den Code Rebecca nicht mehr benutzen. Den hat inzwischen der Engländer. Sitzen ja keine Anfänger dort in der Abwehr. Ich bin dafür, dass wir ab sofort jeden Funkverkehr mit Eppler unterbrechen. Das heißt, wie die Funker sagen, ihn einmauern. Das sehe ich nicht ein. Sollen wir selber unsere beste Nachrichtenquelle aus Kairo aufgeben? Aber Eppler ist doch ahnungslos. Er weiß doch nicht, was hier passiert ist. Wir gefährden ihn doch. Das ist kein Argument. Es ist Krieg. Und gefährdet sind wir alle. Herr Oberst, ich führe das Unternehmen Condor. Und bis jetzt haben wir nur Erfolge gehabt. Aber ich lehne jede Verantwortung ab, wenn wir jetzt Kairo weiterrufen. Jede Information, die durchkommt, kann schon eine Falle sein. Sie kann von Eppler kommen, aber sie kann genauso gut vom Engländer stammen. Was ist denn los, meine Herren? Wo wollen Sie denn? Verzeihung, Herr Feldmarschall, aber... Ist schon gut, Papi. Bringen Sie was an, Maschi? Es handelt sich um Eppler. Na, dann machen Sie uns erstmal einen starken Kaffee. Wir sagen nichts. Wir wissen ja auch nichts. Ich weiß, meine Herren. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber Sie gestatten wohl, dass ich etwas neugierig bin. Ihre Kinder? Ja, meine Jungs. Anleitung zur Heilmassage bei Rheumaerkrankungen. Haben Sie auch Rheuma? Ja. Habe ich mir in Norwegen geholt. Ich hab's auch, scheußlich. Ah, für Literatur interessieren Sie sich auch? Ja, das ist der. Rebecca. Daphne du Maurier. Sogar die englische Ausgabe. Spannend? Ach, ne. Emmys, geben Sie es nachher Katie. Liest du was gerne? Jawohl, Sir. Tja, meine Herren. Sie haben leider das Pech gehabt, dass Sie mit allen Unterlagen in Gefangenschaft kamen. Das bedeutet, wir werden uns in den nächsten Tagen wohl noch öfters unterhalten müssen. Wir sagen ja doch nichts. Wir wissen ja auch nichts. Also für heute, gute Nacht, meine Herren. Kommen Sie. Amina. Hier, bitte, sieh's dir durch. Toll. Also das achte Korps steht bei Alam Halfa. Du hast ja sogar die Einzeichnungen der Minengürtel übertragen. Wunderbar, Amina.
War irgendetwas versiegelt? Kaum. Das meiste habe ich unter Dampf öffnen können. Und jetzt ist alles wieder in seiner Tasche. Und er? Schläft er? Fest. Whisky und Blume des Vergessens. Eine gute Mischung. Sie soll sogar Erinnerungen auslöschen. Nun, Hussein, ist es gut? Amina. Ist es gut? Das ist ein Fund, wie in einem nur das Glück in die Hand spielen kann. Nur das Glück, Hussein? Bist du nicht zufrieden mit deiner Amina? Doch, Amina. Du hast eine großartige Arbeit geleistet. Hier, nimm das erst einmal für dich. Koordinationspläne der gesamten Abwehrkräfte von Alarm Alpha, Mensch, Sandy, das ist kriegsentscheidend. Die melden sich nicht. Versuch's nochmal. Die haben uns eingemauert. Quatsch, ich sag dir's doch, die haben uns eingemauert. Rede nicht von Einmauern, versuch's. Amina. Befehle von General Okinek. Der Brigadier hat 3 Stunden auf Sie gewartet, Sir. Ich weiß. Übergeben Sie ihm diese Tasche, diesen Brief und diese Schlüssel. Wo verläuft die Straße zur Front? Die Piste entlang, Sir. Aber Vorsicht, Sir, rechts halten. Weiter links beginnen die Minenfelder. Hört denn der nicht? Und Major Smith? Ist tot in die Minen gefahren. Also wieder eine neue Arbeit für uns. Aber wir brauchen keinen neuen Akt anzulegen, nur den alten vergrößern. Ah. Sie sehen da Zusammenhänge, Sir. Ich müsste mich sehr irren, wenn das nicht alles ein einziger Komplex ist. Diese rätselhafte Wüstenfahrt, Tripolis Assiut, der unbekannte Sender, die Affäre MacDougall, der Fall von Tobruk und nun Major Smith. Fragen Sie doch übrigens gleich mal Kingston, ob seine Leute diesen Geheimsender in den letzten Tagen wieder gehört haben. Jawohl, Sir. Was ist denn das hier? Das ist eben von 3B gekommen. Ach, das tut mir aber leid. Ja. Kay wird versetzt, die verschärfte Lage an der Front. Ah. Weg zieht alle weiblichen Hilfskräfte aus Kairo und verlegt nach Bagdad. Nach Bagdad? Mein Gott. Und da ist noch heißer als hier. Hier hausen wir. Nicht sehr komfortabel, aber dafür immer in der Nähe des kühlen Wassers.
wirklich sehr hübsch. Cider. Bitte sehr. Achmed, mach uns einen Kaffee. Habe. Aber bitte nicht für mich. Bitte sehr. Oh, entschuldigen Sie diese Männerwirtschaft. Ich kann mich wirklich nicht lange aufhalten. Aber Sie können doch das Haus eines Ägypters nicht verlassen und das hier ist mein Haus. Ohne dass ich Ihnen etwas anbieten darf. Bitte, Kay. Wenigstens ein paar Minuten. Zigarette? Ja, gern. Entschuldigung. Tja, Kay, ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass Sie so schnell Kairo verlassen wollen. Wer sagt denn, dass ich will? Ich muss. Ich werde versetzt. Tja, ja. Das ist der Krieg. Und ich hatte so gehofft, dass ich Ihnen nach unserem Ausflug zu den Pyramiden nun auch noch das Tal der Könige zeigen darf. Und jetzt? Ja, jetzt. Übermorgen bin ich in Bagdad. Darf ich Ihnen dann wenigstens etwas mitgeben? Ein kleines Andenken an Ägypten. Damit Sie uns nicht allzu schnell vergessen. Ich habe etwas Schönes für Sie gefunden. Wo ist es denn? Hier. Ein ziemlich seltenes Stück aus der Zeit Tutankhamons. Anuket, die Göttin der Hoffnung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Hoffnung ist etwas sehr Schönes, aber sie hängt wohl mit dem Glauben zusammen. Ist es denn so schwer, zu glauben? Ja, sehr schwer. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl. Tja, dann leben Sie wohl, Kay. Alles Gute. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Ich bin sehr traurig. Gaffer B! Kaffee fertig! Leutnant, Sie kommen von Gaffer B. Ich weiß. Ich warne Sie. Er ist Ihr Feind. Glauben Sie nicht. Ich habe Beweise. Einmal Leutnant Morrison. Haben Sie Oberst Robertson jetzt erreicht? Das verstehe ich nicht. Es muss doch festzustellen sein, wo er hingefahren ist. Oder wenigstens Leutnant Emmis. Nein, ich bin ganz alleine hier. Was denn für eine Aktion? Nein, davon weiß ich nichts. Danke. Ich habe mir zwei neue Spulen besorgt, amerikanische. Vielleicht kann ich damit die Frequenz verstärken. Wie du schaffst, ist mir egal. Hauptsache, dass wir wieder Kontakt kriegen. Wo ist Ahmed? Den habe ich zu Ekari geschickt. Ich komme mir vor wie ein Mann, der mit einem Goldklumpen in der Hand verhungert. Ach was, wir rufen jetzt einfach die ganze Nacht durch. Ja, da werden wir aber bald den Peilwagen auf dem Hals haben. Das ist mir ganz egal. Wenn Rommel sich gemeldet hat, hauen wir sowieso hier ab. Ich versuch's ja schon. Das ist so, als wenn einer ertrinkt und man steht daneben. Statt ins Wasser zu springen und ihn rauszuholen. Ja, dann holen Sie ihn doch schändlich raus. Wir haben ihn eingemauert, also können wir ihn auch wieder ausmauern. Warum schweigen wir noch länger? Weil jetzt mit Rebecca ein feindes Hand jede Nachricht, die durchkommt, sowohl von Eppler wie auch von den Engländern sein kann. Und weil Eppler
Jetzt, wenn er weitersendet, sofort angepeilt und geschnappt wird. Aber wir haben doch jedenfalls vorher noch die Information. Und weil für mich das Unternehmen Condor beendet ist. Gute Nacht. Nichts. Gibt's nicht auf, Sandy. Aber wir warten jetzt exakt eine halbe Stunde. Dann schalten wir wieder ein. Ist doch zu früh, Sir. Oder Sie sind auch vorsichtig geworden? Weiter, weiter. Und wenn wir die ganze Nacht unterwegs sind. Himmelarsch und Zwirn, so mach doch endlich das Maul auf! Der Feldmarschall ist auf einer Frontfahrt und kommt erst nach Mitternacht oder vielleicht morgen früh zurück. Also, dann entscheide ich. Schluss mit dem Einmauern, ab sofort rufen wir jetzt Kaiser. Himmel und Verdammte! Kontakt einwandfrei! Ich sende! Aber sauber, Mensch! Jede Einzelheit ist wichtig. Ist Gold wert. Jetzt geht es um die Wurst, Dicker. 005 auf römisch B-7. 038 auf römisch B-7. Das hör! Da sitzen Sie, auf einem der drei Boote. Ich schätze auf dem mittleren. Wie ich vermutet habe. Aber jetzt nicht mehr warten, Sir. Doch, Kingston, wir warten. Etwa bis Sie die Meldung durchgegeben haben? Wir warten. Nur ruhig, mein Junge. Wir funken bis zur letzten Sekunde. Vorne habe ich alles dicht gemacht. Aus! Geschafft! Ende! 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 Ein tüchtiger Mann, dieser Ebra. Zudem muss man Almaschi wirklich gratulieren. Also, meine Herren, wir werden weiter marschieren. Stoßkeile beiderseits Adam Halfa. Rechts Deutsches Afrikakorps, links 90. Leichte. Und Mittwochabend vielleicht schon in Kairo. Flug nochmal gegen das aber schnell, Mensch, wir müssen noch den Kasten kaputt schlagen. Lass das, mach, dass du runterkommst, übers Wasser. Wir treffen uns im Bazar. Nein, mein Freund, nicht ohne dich, nur mit dir zusammen. Entschuldige, das ist meine. Sandy, komm übers Wasser. Lassen Sie, das Boot ist zu schnell. Widerstand ist sinnlos. Dann nochmal. Die Wasserseite ist auch besetzt. Versuch du, bei den Schlafkohlen rauszukommen. Ich gehe so lange unter Deck nach vorne. Mach's gut. Okay. Öffnen Sie! Öffnen! Hände hoch! John Eppler, wir sind verhaftet. Leid, Kaffer Bay. Aber ich muss Ihre Nachtruhe leider stören. Macht nichts, Sir.
Ich habe sie auch um ihren Schlaf gebracht. Stimmt. Und darum wollen wir uns heute auch gar nicht mehr unterhalten und setzen uns morgen schön ausgeruht zusammen. Darf ich Sie bitten, in meinem Wagen zu fahren? Moment. Yes, sir. Nur zur Sicherheit. Übrigens, ich habe mich bei Ihnen zu bedanken. Sie? Ja. Und mit mir das ganze britische Oberkommando. Wie soll ich das verstehen? Mit Ihrem Funkspruch heute haben Sie uns einen großen Gefallen getan. Sehen Sie, seit dieser fatalen Sache mit unserem Freund Major Smith, ich wusste, dass Sie unsere Pläne eingesehen hatten. Ich muss Sie enttäuschen. Das britische Oberkommando hat umgestellt. Unsere Verteidigungslinien sind nicht mehr bei Alam Halfa, wie sie an Rommel durchgaben. Sie befinden sich bei El Alamein. Nanu, was machen Sie denn noch hier? Ich habe so sehr auf Sie gewartet, Sir. Dieses Buch, Rebecca, ist der deutsche Code. Ich habe ihn entschlüsselt. Ich habe die ganzen deutschen Funksprüche dechiffriert. Was, wir haben den Code? Das haben Sie großartig gemacht, Kay. Wir werden auch in Zukunft größten Nutzen davon haben. Zeigen Sie doch mal her. Nein. Ich habe Ihnen vorher noch etwas zu sagen. Rafa B., Sie kennen ihn. Gaffa B. ist Rommels Spion. Sie glauben mir nicht. Doch, mein Kind. Aber ich weiß es bereits. Er ist unten. Ich habe ihn gerade geholt. Verhaftet? Und was geschieht mit ihm? Wird man ihn erschießen? Ich habe diese Arbeit getan. In diesem Buch finde nur ich mich zurecht. Und ohne meine Beziehung zu Gaffa B., ich wäre nie darauf gekommen. Kay, wollen Sie jetzt mit mir handeln? Um ihn? In meinem Kopf geht alles durcheinander. Ich bin überarbeitet. Vielleicht stimmt auch alles nicht. Übermorgen bin ich in Bagdad. Sie möchten also, dass er lebt. Kay, ich hörte heute Nachmittag im Stab, dass Churchill morgen nach Kairo kommt. Genügt es Ihnen, wenn ich verspreche, mit Churchill zu reden? Über Gaffa Bay, über Epler, dass er nicht erschossen wird? Es genügt, Sir. Danke.